Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten hier aus meiner neuen Werkstatt. Vielleicht erstmal als kurze Aufklärung, warum ich jetzt nochmal Neuigkeiten mache, weil ich da eine Zeit lang regelmäßig Neuigkeiten gemacht habe und dann eine lange Zeit nicht. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten, aber vorab, ich weiß nicht, ob es die regelmäßig gibt. Ich möchte die Neuigkeiten in Zukunft so gestalten, dass ich halt einfach, wenn ich was habe, was ich zu erzählen habe, dass ich das Ganze dann auch machen werde. Muss nicht vielleicht unbedingt wöchentlich sein, vielleicht alle 2 Wochen, aber in letzter Zeit hat sich relativ viel aufgestaut, was halt eben so hier drin passiert ist. Und ich will halt, dass ihr alles versteht, in welcher Reihenfolge das hier drin auch passiert, damit man das eben nachvollziehen kann. Zuallererst mal, ja, ich bin in meiner neuen Werkstatt drin. Ich habe auch schon fast alles hier, nur noch die Absauganlage steht noch in der alten Werkstatt. Die wird bald hier noch Einzug halten oder die wird hier bald noch reinkommen. Ganz, ganz wichtig. Und ich will dir heute mal so ein bisschen erklären, was im Moment alles so passiert. Grund dazu hat mir mein Videocutter der liebe Marius gegeben, denn er hat mich gefragt, hey Philipp, wie sieht's aus, sollen wir 2 Videos in der Woche machen? Einfach nur, weil du derzeit so extrem danach hängst, was halt eben im Moment so passiert. Das bedeutet, die Leute, die mir auf Instagram folgen, sehen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel beim Achim oder ich mache hier irgendwas in der Werkstatt und mache hier die Multiplex-Wand an die Wand, aber was als Video auf meinem Hauptkanal hier auf diesem Kanal erscheint, ist halt nicht up to date. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde jetzt erstmal mit einem Video in der Woche weiter so fahren und werde hier aus dem Grund diesen Neuigkeiten einfach sagen, was ich derzeit mache. Das bedeutet eine kleine Information für euch. Die Videos sind relativ gut vorproduziert. Das heißt, ich habe für 4 Wochen ungefähr derzeit Videomaterial. Also das heißt für 4 eigene Videos und werde euch einfach so ein bisschen erklären, was jetzt so in Zukunft kommt. Hier ist noch keine Lampe. Übrigens zur Beleuchtung kommt auch ein eigenes Video. Ihr seht, hier ist kein Licht. Aber hier ist Licht. Das liegt nur daran, dass ein Viertel von der Beleuchtung derzeit hängt. Heute Abend machen wir noch weiter und hängen hier die erste komplette Beleuchtung oder machen die dann fertig. Mega, mega geil. Richtig geiles Filmlicht. Wird es, wie gesagt, auch ein Video zu geben. Also als kleine Information, diese Woche wird noch ein cooles Video kommen. Da habe ich nämlich den lieben Achim besucht. Da seht ihr einfach jetzt einen kurzen Ausschnitt. Es wird das Ganze einfach in die ganzen Blöcke eingefüllt. Ist das normalerweise die Arbeit für den Praktikanten? Habe ich einfach mal den Achim besucht und es ist so gewesen, ich habe mit dem Achim lange, lange geschrieben, ist das Mikrofon noch dran, ich habe lange mit dem Achim geschrieben, hey komm, lass uns mal einen Termin ausmachen und ich komme mal zu euch und du zeigst, was ihr mit Holz alles so machen könnt. Der Achim hat einen, ich glaube man kann sagen, Gartenlandschaftsbetrieb, die machen aber noch eine gute Schippe mehr und in dem Video habe ich euch gezeigt, was die halt eben alles machen. Ich will nicht zu sehr spoilern, aber ihr habt ja den kleinen Ausschnitt gesehen, da werden richtig große Maschinen aufgefahren und ich denke, es ist ganz interessant, sowas mal nochmal zu sehen. Und das ist das Video, was in dieser Woche erscheint, also am Mittwoch, Donnerstag so rum. Jetzt kommen wir kurz zur Werkstatt. Was ist hier drin schon alles passiert? Ihr seht, ich habe schon eine Werkzeugwand aufgehangen, aber da ist noch keine French Cleat Leiste dran, weil der Starkstrom noch nicht gelegt ist. Das bedeutet, ich kann meine große Maschine noch nicht benutzen und muss deswegen so ein bisschen ausweichen, was ich derzeit als erstes hier in der Werkstatt halt eben machen kann. Also, ich habe hier quasi alles einmal weiß gestrichen. Die liebe Julia hat hier die Stahlträger rot gestrichen, an der Decke auch. Das gibt ein richtig cooles Videobild. Hinten war noch eine Trennwand, die habe ich rausgeholt. Und das sind halt auch alles so Dinge, die jetzt bald in den Videos hier auf dem Kanal erscheinen. Ich werde in diesem Video keine Werkstatttour machen, weil das auch ein Video ist, was jetzt nächste Woche oder so in dem Dreh erscheinen wird. Es gibt aber schon ein paar Bilder für die Leute, die nicht so lange warten möchten, auf einem separaten Kanal. Denn ich habe einen separaten Kanal erstellt, in dem ich die Highlights aus meinen Livestreams quasi hochlade. Und da habe ich einfach mir mit euch zusammen die Werkstatt hier jetzt mal angeschaut. Und das ist ein eigenes Video, den Kanal verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wenn wir schon gerade beim Thema Zweitkanal sind, kann ich euch da noch eine Information geben. Denn es wird nicht nur einen Zweitkanal geben, es gibt auch bald einen Drittkanal. Denn hier auf meinem Hauptkanal werden einfach keine Infos mehr zu solchen Maschinen rausgegeben, weil ich will das Ganze hier so aufbauen, dass sie halt
eigentlich nur Projekte kommen. Das bedeutet, in den Projekten kann ich da nicht so wirklich oder möchte nicht so wirklich über Maschinen sprechen. Aber weil es da oft Fragen gibt, habe ich mich dazu entschieden, einen eigenen Kanal zu machen, wo ich dann halt eben hier solche Maschinen, die ich halt eben hier in der Werkstatt benutze, kurz zeige. Den Kanal verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Erste Projekte oder erste Maschinen, die jetzt dort veröffentlicht werden, ist zum Beispiel hier so eine Akkuflex. Ich habe eine coole Lampe bekommen, beziehungsweise zugeschickt bekommen. Und dann habe ich mir noch eine Tauchkreissäge gekauft. Und das sind so die ersten Dinge, die ich auf dem Kanal dann zeigen werde. Verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Dann war ich vom Donnerstag bis zum Sonntag noch in Mannheim beim lieben Hassan in der Werkstatt. Denn dort hat ein richtig krankes Event stattgefunden. Dort hat ein 48 Stunden Livestream stattgefunden. Ey, so abgefahren, was dort an Equipment hingebracht wurde, dass das Ganze funktioniert hat. Und dort seht ihr jetzt auch einen ganz kleinen Ausschnitt von der Werkstatt. So, kleiner Ausschnitt hier von dem MakerHub 2020. Das war der 48 Stunden Online Twitch-Marathon. Ich bin schon ein bisschen gaga. Wir waren jetzt auf Twitch 48 Stunden lang live, also wirklich von Stunde 1 bis 48. Teilweise dazwischen ein bisschen geschlafen. Bisschen. Genau. Ich zeige euch jetzt einmal alles, damit ihr euch das nochmal vorstellen könnt für die Leute, die nicht dabei waren. Und gebe euch einmal eine kleine Tour. So, wer war übrigens alles da? Der Lukas war da, der Matthias war da, der Pero war da. Ich habe zum Beispiel mit dem Lukas viel gefilmt, grundsätzlich mit allen relativ viel gefilmt. Der Matthias hat viel in der Technik gemacht, der Pero war der freundliche Rausschmeißer, der hat aufgepasst, dass niemand das ganze Ding... Genau. Der Schrank. Autorität. Dass niemand das Ganze hier stürmt. Und jetzt gehen wir mal kurz so in die Technik. Boah, das ist wirklich abgefahren. Hier haben wir noch eine Pokernacht gemacht. Hier wurde ein bisschen geschweißt, da habe ich angefangen ein Werkzeug, beziehungsweise habe ich ein Drechseleisen gebaut. Hier das Schaft. Und jetzt gehen wir einmal hoch zur Technik. Und dort sehen wir auch den lieben Marcel von Bauboom Bang. Marcel, bist du noch fit? Einen wunderschönen guten Tag, ja. Fit wie ein Turnschuh. Ich muss jetzt noch 230 Kilometer nach Hause fahren, packen, erstmal packen, zusammenräumen, Auto packen. Dann, genau, 230 Kilometer noch. Also ich bin auf jeden Fall fit, weil ich habe heute Nacht tatsächlich 4,5 Stunden roundabout am Stück geschlafen. Das wäre auch ohne nicht gegangen. Man kann vielleicht dazu sagen, dass das hier nicht nur das Büro war, sondern auch deine Schlafkoje. Ja, das war genau hier. Genau, das stimmt. Wir haben hier nicht nur von hier aus die Sendung gemacht, sondern auch tatsächlich von hier aus hier geschlafen. Genau, richtig. Marcel, zähl doch kurz mal auf, was hier an Technik aufgefahren wurde. Wie viele Kameras, wie viele einzelne Mikrofone? Also wir haben insgesamt 12 einzelne Mikrofone hier am Start gehabt. Wir haben insgesamt mal geplant eigentlich mit 9 Kameras, gelaufen sind aber 6 Kameras. Wir haben mit 3 verschiedenen Internetleitungen gestreamt. Wir haben mit einem fetten Serversystem redundant und so weiter und so fort gestreamt. Mit doppeltem Boden, der hier ist, mit gefühlt irgendwie 250 Akkus, 17.000 Ladegeräten, 170 Kilometer Kabel verlegt, alle mit Gaffer und allem irgendwie an die Decke und Gott weiß wohin genagelt. Das ist eigentlich so, und das Wichtigste ist der Hirnschmalz, der dabei verloren gegangen ist. Genau. Gut. Ich werde euch jetzt noch einmal da kurz ein bisschen die Technik zeigen, weil das sieht ein bisschen aus wie bei Big Brother. Gibt es das überhaupt noch, Big Brother? Ja, klar. Ach, das gibt's noch? Ich wollte gerade sagen, wer das noch kennt. Aber wenn es das noch gibt, dann bin ich einmal wieder nicht up to date. Wir gehen jetzt einmal rüber und schauen uns zum Beispiel noch den Computer an, den Server, der das Ganze hier gehalten hat. Wir sind jetzt hier auf dem zweiten Boden von der Werkstatt vom Hassan und überall Kabel, überall Netzwerkkabel, um die LAN-Kameras anzusteuern. Das hier ist der Server, ihr hört ihn auch wahrscheinlich brummen. Der hat jetzt 48 Stunden lang nonstop durchgebrummt, das hört man in der ganzen Werkstatt. Und über das Ding ging das Ganze.
Hinten sehen wir auch mega, mega viele Kameras, LAN-Kabel. Wirklich, wirklich abgefahren. Wir hatten mehrere verschiedene, nicht Objektive, sondern Ausschnitte, Bildausschnitte. Hier seht ihr zum Beispiel eine Kamera. Die hat dann hier die komplette Werkstatt von oben gefilmt. Hier nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die dabei waren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Livestream auch dabei wart. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ich habe ein bisschen was von meinem Zeug verlost. Und genau, es gab Finish gab es von mir, es gab einen coolen Schleifgriff. Also mega, mega cool. Und wenn du was davon gewonnen hast, dann kannst du das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann hier noch eine kurze Information zu meinem Finish. Das ist derzeit ausverkauft und genau. Hoffentlich wird es bald wieder geben und wenn du Finish kaufen möchtest, dann kannst du gerne unten auf den Link klicken. Dort kommst du dann zu meinem Finish, dann kannst du dich da in der Warteliste eintragen und dann kriegst du eine kurze Nachricht von mir, die schreibe ich. Und genau, es geht ja auch alles über mich. Dann bekommst du halt einfach eine Information, wenn das Ganze wieder verfügbar ist. Für die Leute, die es nicht auf meinem Shop kaufen möchten, ist dann auch drunter ein Link, dass ihr das Ganze auf Amazon kaufen könnt. Für die Leute, die es halt eben auf Amazon kaufen möchten. Geht beides, ist beides cool und das nur als kleine Information für dich. Dann habe ich aber noch eine Information für dich, denn es gibt auch derzeit wieder den Schleifgriff. Ich zeige da mal kurz. Das ist hier dieses Teil, das habe ich auch verlost auf dem, in dem 48-Stunden-Livestream und das habe ich die ganze Zeit benutzt, als ich die Holzschalen gedrechselt habe. Da waren auch alle die ganze Zeit sprachlos. Der Marcel hat das Teil hier, also den Kopf, rein benutzt, um seinen Longboard zu schleifen. Also auch mega cool. Das Ding ist auch wieder verfügbar auf meinem Online-Shop. Gibt es auch als Amazon-Angebot quasi. Geht beides. Und das verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, mega cooles Teil, wenn ihr halt eben Holzschalen drechseln möchtet und ihr ein Holz habt, was eine sehr, sehr verdrehte Maserung hat, dann könnt ihr das damit optimal schleifen. Es ist aber auch sehr gut, wenn ihr ein Holz habt, was ein bisschen vielleicht schon vermodert ist oder gestockt ist und es dann an den Stirnholzseiten ein bisschen ausreißt. Da könnt ihr hiermit quasi in zwei Richtungen schleifen, weil das hier kugelgelagert ist und könnt sehr, sehr gut Material abtragen und könnt ein sehr, sehr gutes Oberflächenbild damit ganz, ganz schnell halt eben anschleifen. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Ich habe hier ein anderes Mikrofon. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze so gefällt. Ich weiß noch nicht, ob ich so mega zufrieden damit bin. Muss ich erst jetzt noch richtig ausprobieren. Auf jeden Fall fangen wir jetzt auch diese Woche noch so ein bisschen mit den Stromarbeiten an. Denn hier in dieser Werkstatt liegt zwar Strom, es leuchtet ja auch Licht, aber halt eben diese ganzen Verkabelungen, die sind halt über Jahre, wurde da immer mal was ergänzt und ist halt auch aus dem Grund dementsprechend verknaubt und ganz, ganz komisch verlegt alles. Und aus dem Grund rupfen wir einmal alles hier drin raus, ist eigentlich nicht so viel, und verlegen einmal richtig Strom neu. Da kommt hier ein Unterverteiler hin. Hier werden dann die 230 Volt Steckdosen abgesichert und das Licht. Da sitzen dann die Sicherungsautomaten drin und die ganzen Starkstromkabel werden dann hier komplett durchgelegt. Denn dort hinten ist der Hauptsicherungskasten und dort werden dann halt eben die 400 Volt Steckdosen angeklemmt. Da kommt noch ein anderer Sicherungskasten hin, weil der halt eben viel zu klein ist. Und das sind noch die Arbeiten, die wir in dieser Woche halt eben umsetzen müssen. Jetzt bei der Gelegenheit, wo ich euch schon mal hier habe, kann ich euch auch schon mal den Ecken zeigen, wo bald auch noch eine neue Maschine hinkommt. Und zwar habe ich mir einen Langbandschleifer gekauft, den werde ich kommenden Samstag abholen. Wenn ihr davon erste Bilder sehen möchtet, könnt ihr auch auf meinen Zweitkanal gehen, wo ich halt eben im Livestream mir mit euch einen Langbandschleifer angeschaut habe und halt einfach so die Vorzüge so ein bisschen beschrieben habe und warum ich mir das Ding geholt habe. Das Ding wird hier an die Wand kommen, freue ich mich schon mega drauf. Und da freue ich mich schon drauf, wenn da ein bisschen Massivholz drauf kommt. Das wird richtig, richtig cool. Und ja, freue ich mich schon, wenn es hier steht und wenn es halt dann natürlich auch läuft. Ich stehe gerade voll im Schatten. Ja, man merkt, die Beleuchtung ist noch nicht fertig. Dann noch hier gerade noch ein kleiner Schwenk auf meine Werkzeugwand. Ihr seht, ich habe kein USB an der Wand. Liegt einfach daran, dass ich mir quasi diese weiße Optik von der Wand aufrecht halten möchte. Ich sehe keinen Sinn dazu, alles mit USB vollzuschlagen. Kostet eigentlich nur Geld. Und ganz oben und ganz unten werde ich da eh nichts festschrauben. Deswegen bin ich hier ganz happy mit dieser Multiplex-Lösung. Sieht im Hintergrund ein cooles Stück, ein gutes Stück cooler aus und es ist auch nicht so dunkel wie USB. Da werden French Gliedleisten drankommen, weil ich hier halt einfach so viel Platz habe, dass ich auch einfach nicht weiß, wo die ganzen Werkzeuge hinkommen werden. Und genau. Viele von mich haben ja früher mal gefragt, hey Philipp, was hältst du von French Glied? Finde ich eigentlich nicht schlecht, wenn man halt genügend Platz hat. In einer kleinen Werkstatt ist es vielleicht nicht unbedingt so notwendig. Dann seht ihr hier noch so den zukünftigen Maschinenecken. Hier steht meine Drechselbank jetzt schön frei für die nächsten Drechselprojekte
und hier die ganzen Maschinen sind noch nicht so richtig angeordnet. Ich habe ja auch am Anfang von den Neuigkeiten gesagt, dass ich eigentlich nicht so eine richtige Werkstatttour machen möchte. Aber den Ecken hier wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten, denn hier diese cleane Optik gefällt mir richtig gut und alle Maschinen haben schön viel Platz. Und von den Lichtverhältnissen ist es jetzt, auch wenn nur eine schlechte Lampe oben an der Decke hängt, schon richtig, richtig cool. Aber an den Kameraeinstellungen könnte ich trotzdem noch ein bisschen was machen. Genau, aber so hat es hier drin wirklich nicht am Anfang ausgesehen. Das war viel Arbeit. Also wenn ich mir... So, jetzt geht's. Also wenn ich mir Bilder von den ersten... Also wenn ich mir die ersten Bilder von der Werkstatt anschaue, das macht so einen riesen Unterschied. Allein nur, dass die Wand nicht mehr so dreckig ist, sondern jetzt schön weiß. Richtig, richtig cool. Bin ich mal gespannt, was hier noch für coole Projekte über die Bank laufen. Alter, wie leise diese neuen Akkuflexen sind. Also, nochmal ein paar Punkte runtergebrochen. Schaut euch doch mal meine neuen Kanäle an. Einmal der Kanal, wo ich die Highlights von den Livestreams hochlade. Derzeit sind halt eben Livestreams nicht so drin. Oder ich mache halt nicht so viele Livestreams, weil ich hier immer relativ lange in der Werkstatt stehe. Wenn alles soweit eingerichtet ist, dann habe ich hier auch ein bisschen mehr Regularität drin. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann wird es auch wahrscheinlich bald wieder Livestreams geben, nur als Information dazu. Dann schaut euch auch gerne, wie gesagt, den Kanal an, wo ich euch jetzt hier die Maschinen vorstellen werde. Ja, und ansonsten mache ich jetzt mal hier in der Werkstatt noch ein bisschen weiter. Schreibt gerne mal eure Fragen in die Kommentare, da werde ich in den nächsten Neuigkeiten mal ein bisschen drauf eingehen. Ich denke, zwecks Heizung, wie das Ganze hier gelöst ist, werden da einige Fragen entstehen. Also haut gerne die Kommentarfunktion gut voll. Und yes, das ist meine neue Werkstatt. Ich hau euch ein paar Dinge in die Beschreibung, falls ihr euch ein paar Links anschauen möchtet. Und wünsche euch bis zum nächsten Video ganz, ganz viel Spaß. Schaut auch auf jeden Fall in dieser Woche noch ein, wenn wir uns das Lager vom Arim anschauen. Das wird richtig cool, richtig coole Maschinen. Da wird bestimmt auch was für euch dann dabei sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.